So, Hagenfreaks. Wir haben jetzt den 2. Juni und es ist gerade Mittag. Eigentlich arbeite ich ja, aber wir können ja mal ganz schnell in der Mittagspause mähen. Ganz schnell. Ich habe seit 3 Tagen nicht mehr gemäht. Das reicht so gerade, 20 Minuten. Ich hab nur 20 Minuten. Shit. Ja, wir sind schon die Nachmittagspause, ne? Genau. Ich verzichte jetzt extra auf Mittagessen, weil Martina nicht da ist. So, geht los. Alle mähen sie hier Mittag. Der steht noch auf 15, auf 17. Viel zu hoch. Viel zu hoch. So auf 10 mm wieder runtergehauen, ist fast so rausgewachsen, bestimmt 20. Ah, sieht noch ganz gut aus, also war schon grenzwertig. Okay, jetzt noch schnell den Abschlag und dann bin ich schon fertig. Ist so rausgekommen in 3 Tagen. Unglaublich. Jetzt nicht vergessen, wieder hochzustehen. Traumhaft. Zeitcheck. Noch 10 Minuten. Ja, diese Fläche ist für den Sportman eigentlich schon zu klein. Da kann man nicht mehr gut manövrieren. Dafür ist das Ding zu groß. Da wäre so ein kleiner Handspindelmäher optimal. Das vertrocknet hier langsam alles. Wahnsinn. Wahnsinn. So. So, Freaks, als letztes, so als kleines Goodie zum Schluss, ich habe noch ein paar Minuten, rennen wir mal kurz ums Haus rum. Ey, 3 Tage nicht mähen, das ist für ein Spindelmäher schon völlig grenzwertig.
Das geht gar nicht. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. So, wir haben noch 10 Minuten. Gut. Wir haben zurzeit nicht so ganz viel Zeit. Meine Frau und ich haben hier 4 Tage an dieser neuen Terrasse durchgeschraubt. Deswegen sind wir so ein bisschen hinterher mit allem. Aber egal, die ist jetzt fast fertig. Wir haben ein kleines Problem. Da 4 Bretter fehlen uns. 2 waren total krumm. Drei fehlen uns genau. 3, 4 waren relativ krumm. Davon haben wir 2 noch verbaut, reingewirkt. Und 2 waren überhaupt nicht zu gebrauchen. Jetzt kaufen wir noch ein paar Bretter nach. Ist nicht ganz fertig geworden. Aber mega. Eine riesige, schöne Terrasse hier jetzt. Hier im Osten unseres Hauses. Das wird richtig klasse. Bewässerungsanlage da seitlich rübergesetzt. Cool. Ja, werden wir genießen. Bis zum nächsten Mal. Euer Rasenfreak. Ciao.